Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Servus, heute eine Multiplayer-Folge mit dem Meat Muffin zusammen. Hi. Jo. Das bin ich. Genau. Ja, ich habe mir den Dark Burrito geschnappt und wir zocken jetzt Dead by Daylight und die ganzen anderen Chaoten vom letzten Mal sind nicht dabei. Ja, aber er dafür und wahrscheinlich wird er mich wieder enttäuschen. Genau, und also wer wen geschnappt hat, ist noch unklar, aber wir spielen einfach zusammen. Mhm. Jo, dann fangen wir mal an. Du hast auf jeden Fall, dass ich gesagt habe, dass wir Dead by Daylight spielen sollten. Ja, aber ich war schon vor. Vor allen Dingen, ich hab Bier. Hast du Bier? Wenn du kein Bier hast, hast du verloren. Schatz, haben wir Bier? Ja, wunderbar. Gleich eine Lobby gefunden. Da können wir doch direkt da. Das Bier ist ausgetrunken. Ja, das ist dein Problem. Damit hast du verloren. Eindeutig. Ha! Ich wette, Kommentare unter meinem Video würden mir recht geben, sobald es geuploadet ist. Bier. Mhm. Gut. Ja. Bier ich gewinnt. Hab jetzt auch Bier. Also du bist nicht mehr alleine so cool. Ach, du hast auch Bier. Wow, ja. Respekt. Hier, kriegst Epic Slow Clap. Wow. Ich fühle mich so fame. Ja, solltest du auch. Ich meine, Epic Slow Clap kriegt nicht jeder von mir. Das. Bekommt meistens nur Stefan, wenn er irgendwas richtig hart verkackt hat. Das wird aber wahrscheinlich sehr häufig passieren. Ja. Vor allem in Rocket League. Aber man muss dazu sagen, ich verkacke in Rocket League auch das öfter mal was richtig episch. Dementsprechend macht das nichts. Ja, aber in Rocket League was zu verkacken ist, glaube ich, normal. Ja, sobald es zumindest Elite ist, dann, also das goldene Elite und man dann zur nächsten Stufe möchte, wird es ziemlich happig. Wenn man dann von Wänden abspringen muss, Bälle treffen, dann hinterher fliegen und dann wieder treffen ins Tor, das ist ein bisschen schwierig. Das kann ich noch nicht so ganz. Ich habe noch nicht so meine neulich aber mal Begeisterung klappt. Für Rocket League gefunden. Wo bist du eigentlich gerade überhaupt? Ich bin beim Bus. Beim Bus. Ah, oh, da ist Claudete. Den Generator. Wir haben übrigens den Kettenbank. Ja, das ist sehr schwer zu erkennen, aber ja. Er scheint aber nicht bei mir zu sein. Dementsprechend. Ja, er ist bei mir. Und... Ah, cool. Nee. Ich find's grad. Doch, ist okay. Danke, Claudette, das. Bitte gerne nicht mit Bus. Ich versteck mich mal hier hinter einem Stein. Also okay. Nein, lauf nicht zu mir! Viertel fertig. Fünftel fertig. Wow, der kam ja schnell. Ist er bei dir? Kommt zumindest auf mich zu. Dann mache ich weiter den Generator. Ja, es wäre gut, wenn wir zusammen rumlaufen, beziehungsweise ich nicht alleine, weil durch das Anführer-Perk macht das Sinn immer. So. Ja, noch ist er ein bisschen bei mir, aber er geht, glaube ich, gerade schon wieder weg und versucht irgendwo. Er konnte mich zum Glück nicht sehen, ich war hinter einem Stapel Reifen. Ja, der Stapel Reifen, der macht's aus. Okay, ich bin wieder sicher, kein Herzschlag mehr und er ist scheinbar weg, zumindest ein bisschen. Mann, jetzt hat die's verkackt, ey. Gibt's doch nicht. So. Okay, er kommt wieder zu mir. Da vorne kommt er. Und hat eine andere richtig hart gehabt. Richtig. Alter. Wow. Und jetzt hat er Spaß mit seiner Kettensäge? Ja, ich seh's. Ich bin direkt schon hinter ihm. Also ich bin direkt bei ihm. Ich auch quasi. Da wirft sie wieder hin. Ja, er hat's auf mich abgesehen. Ich lenke ihn ab. Sehr gut. Mach das. Vorsicht, er ist mit der Kettensäge hinter dir her. Ich schieb die andere. Achtung, er kommt. Er kommt zurück. Huh. Bin ich nicht ein wunderbares Ablenkungsmanöver? Jeder mag Burritos. Oh, der ja. Hat's Oh, Burrito essen mag.
So. Gut. Er ist wieder hinter der anderen. Und die andere liegt wieder. Dann hat sie wieder. Und. Ich hab den Scheiß-Generator fertig. Dann. Hi. Bin direkt hinter dir. Ja, ich glaube, er hat sie wieder hingelegt. Nee, der hängt sogar. Ah, nee, gerade. Okay, geh du rechts rum, ich geh links rum. Oh, da ist er. Natürlich. Wenn du weiter nach rechts um den Bus rum gehst, der ist gerade, der steht da links, aber der campt. Der steht da und ist bereit, glaube ich, seine Kettensäge anzumachen und loszusprinten. Also, eine Rettungsaktion wäre, Ja, ne, komm, es gehen. Ich guck mir noch ein bisschen die Lage an. Ich mach das hier richtig dreist und mach einfach den direkt im Sichtfeld von ihm. Ne, der campt so hart. Ich war gerade auch direkt bei dem. Da läuft immer noch einer rum. Das bist wahrscheinlich immer noch du. Vermutlich. Aber was? Was ein Arsch. Campen ist Arsch. Das ist doch voll langweilig. Ja. Vor allem der ist so ein richtig, richtig harter Camper. Dann haben wir noch einen fertig. Ey gut, Pech für den, solange können wir Generator anmachen. Gelitten. Ah, jetzt muss ich hier mal. Ne. Noch ist er anscheinend da irgendwo. So, ich mach mal noch einen ready. Ich sehe zumindest gerade nichts von ihm, aber der dürfte wahrscheinlich immer noch rumstehen. Ja. Jetzt kommt er wahrscheinlich gerade zu mir. Nee, er kommt zu mir. Ja, das ist unschön. Ah, wobei, ja, das ist schön für mich. In der Tat, aber ich habe ihn ein bisschen verarscht. Also, ja. Sehr gut. Ablenken ist immer gut. Arketis hat er aber erwischt. Keine Ahnung, wo die war. Ja. Ja, der, oder? Arketis klingt nach einem männlichen Namen. Oh, noch ein Generator fertig. Und ich habe zu drei Vierteln auch einen fertig. Wunderschön. Dann will ich meinen gerade fertig machen, glaube ich, weil retten macht keinen Sinn, so wie der Camp. Ja, mach deinen fertig. Geh schon mal zu einem Ausgang. Ich durchsuche hier gerade noch eine Truhe. So, mal sehen, was habe ich hier? Ah, eine Werkzeugkiste. Cool, die würde ich gerne behalten. Mal sehen, wo haben wir denn hier einen Ausgang? Ja. Irgendwo am Maprand wahrscheinlich. Ja, ich stehe direkt bei einem fast, glaube ich. Ja, ich bin direkt an einem. Ja, ich. Oh ja, ich sehe, wo deiner ist. Das Problem ist, meiner ist ziemlich in der Nähe davon, wo der die Tusse aufgehängt hat. Oder den Typen, oder mir scheißegal, was auch immer es ist. Aber der Ausgang ist schon offen, also kann's kommen. Ja, ich chill noch kurz ein bisschen und warte ab, ob der hier irgendwo. Ja, pass auf, der mit der Kettensäge muss natürlich nur einmal erwischen und du liegst ja sofort. Ist der Ausgang ganz offen? Sehr schön. Na, wollen wir abhauen? Bei dem Camper, der campt eh. Bei einem Camper nutzt echt nichts. Und tschüss. Okay. Schöne Runde für uns zwei. Tut uns leid an unsere Mitspieler. Also mir zumindest, ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber bei einem Camper, das ist dann echt schwer, vor allen Dingen, wenn man dann nur zu dritt ist, beziehungsweise jetzt beim letzten zu zweit. Ja. Vor allen Dingen nicht beim Kettensägen-Typ, der einen mit einem Schlag legen kann und wenn der dann campt. Bei vielen von den anderen, da könnte man es machen. So. Aber bei dem. Aber das war jetzt echt Karma. Das war das erste Mal, dass ich gescheit in so einem verkackten Video überlebt habe. Ja, und das mit Meat Muffin zusammen. Das muss irgendwas heißen.
Wahrscheinlich, dass sowohl ich gut bin, als auch du Glück hattest. Nein, das heißt es mit Sicherheit nicht. Doch, ich würde behaupten, genau das heißt. Aber verdammt cool. Upgrade ich hier jetzt was oder. Nee, ich upgrade hier nichts. Ich spare auf meinen Killer, der soll auch mal Level 15 werden. Moment. Join the Lobby, da war was. Ja, mein Killer ist schon 17, das langt erstmal, ich spiele lieber überlebend da weiter. Ja, nee, ich will mit meinem Trapper nur ordentlich mal zwei von den Perks haben. Das wäre ganz schön. So, und Toolbox, die ich gerade gefunden habe, die benutzen wir doch weiterhin. Ich glaube, ich werde das gleich mal auf die Kacke hauen und auch mal was benutzen, weil ich bin so ein Horter. Ich habe Unmengen an Items, die ich nie benutze. Habe ich am Anfang auch gemacht. Aber die allerbesten Items, die behalte ich immer, weil ich die immer benutzen möchte, wenn ich gegen Freunde im Kill Your Friends spiele. Das ist einfach am lustigsten. Neulich, als wir in Schosch, als ich ihm alle Haken wegsabotiert habe, das war so lustig. Das war ich. Ich glaube, du hast. Nee, das war ich. Ja, kann sein. Eindeutig war ich das. Das war die Runde nach dem letzten Video, das ich aufgenommen hatte von der DDR. Kann sein. So, dann nehmen wir irgendwas mit. Was nehmen wir mit? Und das war so lustig. Ich glaube, ich nehme einen Werkzeugkasten mit. Slight increase the pass, egal. Check sounds. Eine Säge nehme ich auch noch mit. Ich hau jetzt richtig raus. So. Und eine Opfergabe könnten wir auch noch mitnehmen, oder? Ja. Dann. Kann man machen. Dann hier noch Bonus Blutpunkte. Und, Die beiden. Ja. Mir aus einer Opfergabe da. Alles klar. Dann legen wir mal los. In der Boldness Kategorie 15% mehr, warum nicht? Oh, Geschenk. Ah, ist jetzt nichts wirklich Sinnvolles oder Wichtiges, aber kann man mal raushauen. Hast du auf bereit gedrückt? So, wie sieht's hier aus mit Haribo 947? Was ist los? Dankeschön. Geht auch. Neues Bier. Prost an alle da draußen. Egal, welche Uhrzeit ihr habt oder wer ihr gerade seid. Aha. Ich hab auch gerade mein Bier bekommen, also. Hast du mehr als eins? Momentan habe ich nur eins. Aber ich trinke auch immer nur eins und dann das nächste. Ich brauche nicht zwei gerade auf dem Tisch. Ich habe ja auch gerade mein eines leer getrunken und mir dann ein neues geöffnet. Ja. Ich mache das wie ein Gentleman. Erst austrinken, dann neues. Das ist natürlich sehr... Weißt du, Pro-Skills. Ja, ja. Brutal. So, mal sehen, ob der Killer eine halbwegs gute Internetverbindung hat. Ansonsten dauert das hier jetzt Stunden. Liegt das wirklich an der Internetverbindung des Killers? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Quasi-Server, der wird vom Killer gemacht. Weil der Killer öffnet quasi eine Lobby, wo dann die Überlebenden ja reinjoinen. Ich glaube aber, es liegt auch in der von allen ab, weil alle müssen so weit geladen haben, dass die joinen können. Natürlich müssen alle geladen haben, aber wenn alles die Verbindung mit dem Killer quasi braucht halt, dann ist das Ganze ein bisschen vom Killer abhängig. Bist du zufällig an diesem super fetten Riesengebäude? Nope. Aber es ist in der Nähe. Ich bin hier hinter einem Hügel und ich mache einen Generator. In diesem Gebäude und hier sind gerade sehr creepige Töne und mache einen Generator. Und verdammt. Geil. Der Killer ist schon bei mir. Er hat nicht. Oh Geil. Mein Gott, er ist direkt bei mir schon. Was ist denn für einer? Weiß ich nicht, aber ich habe sehr viel Herzschlag. Okay, nicht mehr. Alles klar. Also ich hatte kurze Zeit sehr viel Herzschlag. Aber hier oben ist meist eine Kiste und ich glaube, die mache ich mir jetzt auf. Es ist immer so spektakulär für Kraft. Oh, bist du. Ich bin hier. Lauf nicht ins Haus, lauf nicht die Treppe hoch, da bin ich. Nein, du läufst genau zu mir. Nee, das bin ich nicht. Ja, aber die verfolgt wird, läuft genau zu mir. Nee, ich werde verfolgt. Das bist du! Nein, doch.
Keine Ahnung, bei mir ist gerade oben eine lang. Okay, nein, ich werde verfolgt. Okay, bei mir ist oben gerade eine lang gerannt mit sehr viel Herz. Und ich hatte Herzschlag, da dachte ich, das wärst du. Egal. Was ist das eigentlich für eine Fabrik? Hier ist irgendwie so ein Gussdingenskirchens. Könnt ihr mal. Wirst du noch verfolgt? Ah, da unten. Ja, ja. Da es sind wir noch ist bei ein mir. Trapper. Jupp, es ist ein Trapper. Und ich glaube, ich habe ihn gerade. Ich habe ihn gerade awesome entkommen. Von ihm entkommt. Geil. Haha. Voll in die Irre geführt. Schön. Übrigens ist. Aber jetzt weiß ich halt nicht, wo er hingeht. Dementsprechend euer Problem. Ja, ich bin weitermachen Generator. Übrigens ist es ein Zufall, dass wir beide Lebensmittel sind: Meat Muffin und Dark Burrito. Es ist ein Zufall. Das ist ein Zufall, allerdings. Meat Muffins sind halt ultra geil. Dark Burritos, würde ich behaupten, sind ein bisschen zu lange im Ofen gewesen. Es gibt doch bestimmt einfach schwarze Tortillas. Das ist auch ein Dark Burrito. Ja, es gibt doch auch diese schwarzen Burger. Ah, da ist er ja wieder. Warum lauft ihr bei mir die ganze Zeit um mich herum? Lasst mich in Ruhe. Ich will nur diesen Scheißgenerator machen. Oh Gott. Ja, komm, führ ihn zu mir. Ich saß gerade da im Eck, wo du durchs Fenster gesprungen bist. Kann ich doch nichts für. Ah, da ist er ja schon wieder. Ich sag noch, ich bin hier in dem Haus. Und mach den Generator. Was macht... Ist mir doch egal, ich wollte ihn eigentlich an dir ab... Was macht der Mietwaffe? Ich wollte ihn an dir ab... Ja, ich bin direkt in der Nähe. Ja. Oh! Ah, okay, der Keller ist hier nicht geil, der Keller ist hier nicht, ich komm frei, ich darf mich frei wickeln, wahrscheinlich, komm schon! Nein, da ist ein Haken, da war doch ein Haken, dammit! Okay, er geht weg, er geht weg und geht hoch. Ja, da bin ich! Aber er campt nicht. Er campt, weil er ist erst die Leiter, hat er angefangen hochzulaufen und dann hat er aufgehört. Ah, ja, campt der? Bleib direkt bei mir stehen. Okay, ich guck, ob ich ihn weglocken kann, komm. Ja. Hat er angebissen? Jawohl, er hat angebissen. Oh, komm, Mädel, hol mich! Oh, bist du doof? Lauft, lauft um euer Leben. Ja, okay. Ich laufe um mein Leben. Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Dead by Daylight. Na, natürlich kommt Dark Burrito Place Köder. Dieses Mädel, warum hat es denn... Warum hat die blöde Kuh denn irgendwie 5 Sekunden gebraucht, um mich doch noch zu holen? Meine Fresse, ist die dumm oder was? Sie ist einfach ultra fett und sie konnte dich nicht greifen. Ich wette, das ist die Erklärung. Ja, wahrscheinlich. Ja, jetzt muss ich strugglen. Der campt so ganz minimal. Das ist schön, wie quasi alle um mich da. Ey! Was machst du? Ich rette dich! ja, haben wir gesehen. Nee, eigentlich, das war nicht geplant. Ich wollte die schnell umschmeißen und ich dachte, er macht nichts. Was macht dieser Killer? Warum? Der ist ja nicht mehr hinter dir hergelaufen. Ich hau jetzt auch ab, weil das wird mir zu blöd. Ja, nee, da werde ich wahrscheinlich sterben. Ja! Ah, nee, da kann man doch auch nichts mehr machen. Ah, das ist doch nervig. Nee, ich hab's versucht. Keiner kann mir sagen, was ich nicht. Einmal so geil entwischt und dann hat nichts mehr funktioniert. Dann direkt sowas. Und uns fehlen ganze. Uns fehlen nur noch 4 Generatoren, also easy. Ich hasse diese campenden Wichser. Das ist so langweilig. Ich selbst, wenn ich Killer bin, campe nie und trotzdem schaffe ich es des Öfteren, alle zu töten. Man muss nicht campen. Genau, zum dafür töten. Könnt das ihr ist euch so lame. Mein letztes Video anschauen, da sieht man das sehr gut. Man muss einfach nur Skill haben und dann läuft das. So. So, schauen, Spectate, hier. Schauen wir doch mal. Was ist das denn? Der Tantagon, der steht direkt vor dem einen, also der steht direkt vor dem Killer und der Killer sieht ihn irgendwie nicht. Ach, wer sieht ihn? Achtet ihn nicht, ich hab keine Ahnung, aber das war so... Oh, das ist eine coole Szene gerade. Ja, jetzt ist er hinter ihm her, aber das war ja so bescheuert. Okay, Haribo versteckt sich, du bist bei Haribo und Tantaron ist aber noch weglaufen. Ja, der ist hier bei mir in der Nähe. Boah, was eine dumme Szene vom Killer. So. Okay, jetzt hat er ein Problem. Jetzt hat er ein hartes Problem. Oh, gerade so geschafft.
Ah, schauen wir mal. Kann Haribo mal bitte. Aber das Internet. Meine Güte. Das Internet von dem Killer ist echt nicht so gut. Ab und zu gibt es so ein paar kleine gut. Sprünge in ich den Frames. Das ist ziemlich nervig. So hart verkackt. Einfach. Oh ja, Haribo wird verfolgt. Oh ja, Haribo wurde gekommen. Das ist meine Schuld. Und. Das ist okay. Also ein Read Map. Warum Read Map? Was machst du? Tantaron, bist du dumm? Ja, Tantaron, du bist dumm. Okay. Warte, zur Haribo wieder. Haribo wird immer noch verfolgt. Aber Haribo ist ja auch ein bisschen dumm gewesen. Die hat mich vorhin nicht ordentlich gerettet, sondern hat gemeint, ja, ich hab noch hier so 4-5 Sekunden. Der Killer ist bestimmt nicht. Er war ja nur 2 Meter weg. Wenigstens einer macht das richtig und repariert hier einen Generator. Ja. Ah, jetzt werden beide vom Killer verfolgt. Ist doch schön. Ja, ich mach mir einen Kaffee so lange und mach den Generator nebenbei. Und das war Haribo. Ich werde gar nicht versuchen, die zu retten, weil der campt zu hart. Deswegen ich durch die Zeit, die mir. Selbst wenn du sie rettest, sie werden dir keine Hilfe. Oh, das werden wir so hart verlieren, wenn du die Luke nicht findest. Such jetzt lieber die Luke. Versteck dich vorm Killer und such die Luke. Ich finde die Luke aus Prinzip nie. Sakurito, Tantaron. Mal sehen, was macht Tantaron? Tantaron ist in der Nähe von der Tussi. Er könnte sie. Ich soll lieber mal Generatoren machen. Aber der Typ campt natürlich, dementsprechend wird das höchstwahrscheinlich nicht. Eben, der soll lieber Generatoren machen. Oh, jetzt versucht er es. Er macht einen Versuch. Oh, und er bricht den Versuch ab, weil er Herzschlag gehört hat. Und der Killer kommt, aber er ist trotzdem hingerannt und er versucht es und er rennt wieder weg. Nein, er hat es nicht versucht. Ich hoffe nur, die struggelt, weil die muss echt, da kann die echt viel Zeit verschaffen nochmal. Weil ich hab schon den nächsten fertig. Oh, das war noch ein Generator. Und der Killer hat aufgehört zu verfolgen, weil es ein fieses Camperschwein ist. Und am Ende des Spieles werde ich seinen Namen laut herausposaunen und ihm sagen, dass er ein fieses, böses Camperschwein ist und gefälligst seine Mutter auf den Mund küssen soll. Ich gehe hier gerade voll ab mit den Generatoren. Man beleidigt die Mutter eines Menschen nicht, das tut man nicht, aber... Ne? Killer! Du weißt, was ich eigentlich mein, so was ich von dir halte. Aber deine Mutter ist cool. So, guck mal, fehlt nur noch einer. Vielleicht. Ja. Okay, wir sollten zusammenhalten, wobei ich nicht... Der... Warum rennt der wie so ein Hornochse rum? Der hinterlässt Spuren, weiß er das nicht? Ja, selbst wenn er es weiß, dann achtet er nicht drauf. Ignoriert Tantatorn und... halt dich am besten entfernt von ihm. Tantatorn, ja. Halt dich fern von ihm, er hat auch schon Herzklopfen. Okay. Gut, dann bin ich froh, dass ich in die andere Richtung gehe. Nee, er hat kein Herzklopfen mehr. So oder so halte ich einfach fern von ihm. Ja, ich bin gerade auf der... Der hat, glaube ich, diese Runde noch nichts gemacht, außer einmal entweder eine Truhe durchsucht und die Karte ich gefunden. Ich laufe in die falsche Richtung. Oder einfach gar nicht. Mein Perk sagt mir, dreh um, Burrito, dreh um, da ist Killer. Boah, wie viel Krähen der aufschreckt und dann die ganze Zeit einfach nur rennt. Das ist so bescheuert. Und er rennt auch nur am Kartenrand entlang. Nicht, dass er irgendwie... Zeug versucht zu finden, also Generatoren. Aber anscheinend ist der Killer bei ihm. Der ist, ach du Scheiße. Nein! Nein, 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 nein. Okay. Jetzt wird das Ganze kritisch. Oh, verdammt. Was hast du denn getan? Warum bist du da nochmal lang gelaufen? Der läuft außen rum, weil ich noch einmal nicht mehr gesehen habe. Hallo, rutsch rüber! Ah, Hilfe! Okay. Du solltest da weg. Danke. Darauf wäre ich nie und nimmer von selbst gekommen. So. Du solltest noch rennen. Er ist immer noch hinter dir her. Ist er nicht. Nee, ist er nicht. Ha. Ich hab ihn abgehängt. Nein, hab ich nicht. Doch, hab ich. Ich weiß es nicht. Ich werde es so hart bereuen, dass ich mich im Schrank verstecke. Das ist immer... Kommt drauf an, spielst du mit jemandem, der richtig gute Kopfhörer wirklich? Hat, hast du einen riesen Vorteil. Wenn er gute hat, hast du einen Nachteil. Weil wenn einer mit Boxen spielt oder schlechten Kopfhörern, dann hört er dein Rumgeheule nicht und die Schranktüren und so weiter.
Ja, es ist möglich, dass du jetzt gerade Glück hast. Mal sehen, wie geht's denn Bitte sag mir, macht ein Generator. Tanatorn? Tatsächlich, er ist gerade an einem Generator und der Generator ist, das ist ein Alter. frischer. Der muss von Ei. vorne angefangen werden. Ich stecke hier gerade im Schrank fest, weil ich habe immer noch brutalen Herzschlag. Ja, das ist okay, ich sehe dich und, naja, bleib drin. Ich bleib drin. Ich beweg mich gar nicht. Solltest du auch echt nicht tun. Mal sehen. Und Thanatorn ist zu einem Drittel Gut, ist fertig. es ruhiger geworden? Nee, ist es nicht. Er ist immer, er guckt mich genau. Er hat mich gerade die ganze Zeit angeguckt. Du solltest da bleiben, bis Ich Thanatorn bleib da, fertig bis ist. meine Perks mir sagen, ich kann rausgehen. Meine Perks sagen mir, beweg dich bloß nirgendwo hin. Deine Perks sagen dir nur, vor allem dieser, der es dir anzeigt, in einem 45-Grad-Winkel ist der Killer in deiner Nähe in der Richtung, Nein, wo du mein einer hingeguckt Perk hast. sagt mir, wenn ich in einem Winkel auf den Killer gucke. Und der andere Perk, wenn der Killer auf Ja, mich guckt. das. Und wenn. Ja, das ist der Genau. Katzenperk. Ah ja, okay, dieser Katzenperk. Aber macht der Höhenunterschiede? Das glaube ich nämlich nicht. Also, und wenn ich halt mich drehe im Kreis und ich sehe, mein Perk geht nicht an. Ah, Thanatorn hat einen Killer hinter sich. Der hat einen Okay, Killer dann gehe hinter ich raus. sich. Warum ich dann so viel Herzschlag? Weil sie in der Nähe von den großen Gebäuden sind. Okay, Aber. Thanatron Ah, liegt. Thanatorn Das liegt. ist meine Chance. Ich mache den Generator fertig und hau ab. Und Thanatorn wird aufgehoben. Vorsicht, Vorsicht, du bist direkt in der Nähe. Wo bist du? Ach, du bist direkt im Gebäude. Ja, okay. Ich setze jetzt alles auf eine Karte, und auf diesen Generator. Und da ist Thanatorn am Haken. Der Killer ist direkt am Hochgehen zum Gebäude. Er geht nach oben ins Gebäude. Okay. Und er geht wieder runter. Er geht wieder runter. Und er steht wieder bei Thanatorn. Ne, er geht ins Gebäude. Ne, er geht Oh im mein Gott, ich Gebäude sehe hoch. ihn. Es ist so knapp. Und er geht wieder zu Oh mein Thanatorn. Gott. Und er geht wieder hoch. Du solltest irgendwas Kann ich hier raus? machen. Nein. Moment. Ach da, in dem Teil stehst du, Ich okay. versteck, der ist ja schon gerade fünfmal lang gelaufen. Ja, du solltest da möglichst weg. Moment. Du hättest aus irgendeinem Fenster springen sollen, halt. Ja, der Killer ist bei Thanatorn in der Nähe, genau, da konntest du gut Gott, weg. ich Sehr hau schön. ab und guck, dass ich einen Generator finde. Irgendwo relativ in Gebäudenähe Ich war will weiter weg vom eine. Gebäude, weil da ist direkt der Killer. Ich muss mir irgendwo, dass er. Ja, aber einer, der Thanatorn gemacht hatte, der fast fertig war. Ich bin schon. Da, der, Der links. hier. Nee, der ist komplett neu. Ja, versuch den mal. Ja, der ist komplett neu, tatsächlich. Ach, Ich vergiss mach den. den. Warum hat der nicht. Hat er, der hat nicht gekämpft, ne? Oh. Geht. Verdammt. Das Problem ist halt auch, ich bin angehittet und der kann mich hören. Naja, deswegen einfach nach links gehen, da bist du auch Ich schon muss jetzt sicherer. irgendwie die ganze Karte so rumlaufen, dass ich bloß nicht zu nah am Killer komme. Und entweder ich sehe die Luke. Ja, und jetzt zurück zu diesem Generator, wo er gerade eben war. Der läuft jetzt nämlich wahrscheinlich alle Generatoren ab. Einfach Aber ich zurückrennen. bin mir da gar nicht. Oh, die Bitte. Luke! Ha! Nice! Cool. Schön. Wow! Schön. Geil! Ja, da hast du mal Skill gehabt. Ja! Das war eine super Folge! Ah, nee, das bekommt. Ah, ich hab's 3 geratet, aber eigentlich hätte ich eher nur 2 oder 1 gegeben. Du und ich waren gut, aber der Killer war ein Scheiß, Camper. Hypo-Tar. Ja, Hypo-Tar, du bist ein Hypokrit und du bist vor allen Dingen Ja, ich habe Arsch. richtig Punkte abgesahnt. Keiner mag dich. Alles Geh klar, weg. dann bei mir war es das mit der Folge. Macht's gut und haut rein.